Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg im Rauf die Kleinen oder genauer gesagt hier um den Sisik, welcher sich im Gebiet Voldum befindet und zwar bei 2655. Und ja, das Team in der Gegend zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen ein Eichhörnchen mit Holzschnitzer, Ducken und Stampede, dann irgendeine Schnecke mit Schleimbrühung, Säureklebe und Tauchen und irgendein Dachs bzw. ein Waschbär mit Biss, Gegenschlag und Giftzahn. Und ja, beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier zu Beginn gleich mal passen, da hier leider ja, das falsche Pet eingewechselt wird. Deshalb müssen wir zurückwechseln auf die Schnecke. Und an dieser Stelle gleich mal Säureklebe reinsetzen. Und danach Schleimbrühung, bis der Bammel stirbt. Da es leider ein paar Breeds gibt, die ja den Bammel vermutlich nicht mit zwei Schleimbrühungen töten können, werde ich jetzt schnell einmal passen. Ihr würdet halt einfach weiterkämpfen. Ab und zu reichen halt einfach zwei Attacken ab, um das zu simulieren. Halt setze ich jetzt hier erst schon mal die zweite und dann sollte Bammel hier an dieser Stelle getötet werden. Eure Schnecke sollte jetzt um 1000 Gesundheitspunkte haben, dann kommt hier der Shigo in den Kampf. Dann tauchen wir ab. Er taucht ebenfalls ab, wir treffen uns gegenseitig. Und an dieser Stelle zuerst einmal Säureklebe reinsetzen und dann halt Schleimbörung, bis ja, unser Pattern stirbt. Leider eben mit der Zubeißen gibt es da eine Range, deshalb kann es auch da zu irgendwelchen Unterschieden kommen. Also kann man nicht wirklich alles ja, definieren, wie jetzt wo ab, was abläuft. Es kann sein, dass Tauchen erst gegen das Eichhörnchen eingesetzt wird. Es kann sein, dass Tauchen bereits gegen die Schnecke wieder eingesetzt wird. Ich sag mal so, der Normalfall ist, dass hier dieses Zubeißen uns jetzt dann gleich tötet und dann der Gegner in der nächsten Runde, wenn das Eichhörnchen ins Spiel kommt, ja, abtaucht. Schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Eben, das ist der Normalfall. Schnecke stirbt, Eichhörnchen kommt und an dieser Stelle gleich zu Beginn ducken. Falls man zum Beispiel hier noch eine Runde Cooldown hat, also wenn man zum Beispiel hier ein besserer Hinweis ist, vielleicht dort Panzerschild, wenn hier drei Runden Panzerschild noch aktiv sind, kann man Holzschnitzer einsetzen und dann erst ducken. Aber wenn hier noch zwei Runden übrig sind beim Panzerschild, würde ich empfehlen, zuerst einmal ducken. Der Gegner taucht hier ab. Wir setzen Stampede ein, leider ein paar ins Leere, aber wir benötigen eigentlich nur eine zerschmetterte Verteidigung, damit halt ja dieser Holzschnitzer ein bisschen mehr Schaden anrichten kann. Ich habe es auch getestet, dass man zum Beispiel die Stampede vor, also eine Runde zuvor einsetzt, dann würde man hier zwei zerschmetterte Verteidigung drauf haben. Hat jetzt nicht einen allzu großen Einfluss, Problem ist aber trotzdem, dieses Ducken ist sehr effektiv gegen dieses Tauchen und zudem auch gegen das Zubeißen. Also eben, da habe ich jetzt halt ein wenig herumprobiert, aber hier sollte jetzt ein Holzschnitz eingesetzt werden gegen die zerschmetterte Verteidigung, deshalb sollte hier Shigo ein bisschen mehr Schaden reinbekommen. Dann setzen wir hier aber wieder Ducken ein, um den Schaden zu verringern von den Attacken. Und danach kämpfen wir einfach weiter mit Holzschnitzer, bis der Shigo stirbt. Leider taucht er hier an dieser Stelle wieder ab, aber das Tauchen sollte jetzt nicht einen allzu großen Schaden anrichten an uns. Und wenn hier zum Beispiel das Eichhörnchen bereits tot wäre, wird es sehr knapp sein. Der Beuteldachs würde das, den Zwicky und Shigo auch noch besiegen, aber da muss man ein bisschen Glück haben von den Attacken her, dass man da nicht gecrittet wird. Also eben deshalb da muss man schon ein wenig hoffen, aber ansonsten hier einfach mit Holzschnitzer weiterarbeiten, bis der Shigo dann stirbt. Und dann kommt der Zwicky in den Kampf und an dieser Stelle finde ich jetzt halt einfach wichtig, dass zuerst einmal der Holzschnitzer drauf ist und danach die Stampede. Wenn ihr es nicht mehr hinkriegt, dass zum Beispiel der Holzschnitzer drauf ist, kein Problem, ich würde dann halt trotzdem drauf schauen, dass die zerschmetterte Verteidigung drauf ist, damit halt eben danach der Beuteldachs halt hier die zerschmetterte Verteidigung ausnutzen kann mit dem Biss und auch mit dem Giftzahn. Hier an dieser Stelle werden wir getötet und dann kommt der Waschbär ins Spiel und der sollte eigentlich keine Probleme mehr haben. Eben das Wichtige ist halt wirklich, dass die zerschmetterte Verteidigung drauf ist, damit halt hier der Biss
den Gegner entweder mit einer Attacke töten kann oder mit der zweiten. Also eben da sollte am Schluss kein Problem darstellen. Aber das Eichhörnchen hat eine sehr wichtige Rolle, eben dass man dort halt den Shigo töten kann und auch ja, den Zwicky. Also auf den Zwicky die zerschmetterte Verteidigung draufbringen kann. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!